Benni, am letzten Sonntag haben die Red Bulls hier den KAC mit 3 zu 0 besiegt. Es war ein Wahnsinnsspiel, möchte ich sagen. Wahrscheinlich eine der besten Saisonleistungen überhaupt bis jetzt. Würdest du mir da zustimmen? Ja, sicher. Wir haben viel geredet vor die Tage vor dem Spiel. Wir haben das Innsbruck-Spiel analysiert, was da schiefgelaufen ist. Und ja, wie gesagt, es kann natürlich ein positives Spiel gewesen sein für uns, das Spiel in Innsbruck, dass wir wieder hart angreifen, und das haben wir Zeit gegen KC. Jetzt am Freitag geht es weiter gegen den VSV. Da kommt gleich die nächste Kärntner Mannschaft auf den Spielplan. Die waren schon zweimal zu Hause bei uns, aber in Villach war sie heuer noch nicht. Was erwartest du da? Ein schwieriges Spiel. Wie gesagt, immer in den letzten Jahren, es war immer schwierig, dort zu spielen gegen Villach. Und ja, wir versuchen unser Spiel durchzuziehen, und ja, dann schauen wir. Die haben erst gestern das Derby verloren gegen den KAC mit 0 zu 6. Werden die da besonders bissig sein, weil sie wieder etwas zeigen wollen? Ja, natürlich. So eine Niederlage ist immer bitter, und man will es so schnell wie möglich gut machen. Benni, nicht nur für die Red Bulls, auch für dich läuft es im Moment richtig gut. Es sieht fast so aus, als ob du deine beste Profisaison spielen würdest. Woher kommt diese momentane Stärke? Einfach hart arbeiten. Ich habe viel an mir selber gearbeitet im Sommer und jetzt auch unter der Saison, und ich habe viel Vertrauen vom Trainer. Und ja, ich fühle mich einfach wohl. Du spielst in einer Linie mit Thomas Raffel und Peter Schneider mit zwei weiteren Top-Stürmern. Geht da vieles von selbst oder ist doch auch mal ein bisschen ein Druck, dass man performen muss? Naja, Druck machen wir uns nicht, aber es hat jeder seine Stärken, die er in die Linie bringt, und das funktioniert. Es funktioniert, wir verstehen uns gut am Eis, und ja, auch wenn es mal nicht läuft, es ist keiner angefressen oder irgendwas. Wir haben vier Linien, die Tore schießen können, und da brauchen wir uns nicht nur auf eine Linie lehnen. Das bedingt aber auch, dass man sich privat gut versteht, oder? Ja, sicher. Den Peter kenne ich jetzt schon seit ein paar Jahren, und ja, wir haben in Wien auch zusammen gespielt, und da hat es auch gut funktioniert. Und ja, ich denke mal, es passt alles bei uns. Ich meine, wir haben vier starke Linien, und ja, wie gesagt, wir brauchen uns nicht nur auf eine Linie verlassen. Du hast in der Saison auch mit dem österreichischen Nationalteam schon so viele Spiele absolviert wie in den Jahren davor nicht. Was bedeuten dir die Spiele in Rot-Weiß-Rot? Sehr viel. Ich werde weiter an mir arbeiten, dass ich mal ein richtiges Pflichtspiel habe im Nationalteam. Dabei waren es nur Freundschaftsturniere oder Spiele, aber ich werde nicht aufgeben. Kam die Corona-Saison dazwischen, sonst wäre das wahrscheinlich eh schon passiert. Du hast aber schon auch anderswo internationale Erfahrung gesammelt. In der Saison 2019-20 warst du in Tingsryd IF in der zweiten schwedischen Liga, als wenn's kann. Welche Erfahrungen hast du da mitgenommen von damals? Einfach mal im Ausland schnuppern, das war auf jeden Fall mein Ziel. Und es war eine schwierige Saison, das sage ich ganz ehrlich. Aber trotzdem, es war schön, so eine Erfahrung erleben zu dürfen. Wenn sportlich gut läuft, glaube ich, fühlt man sich auch privat ganz wohl. Muss das Umfeld passen. Du bist im letzten Jahr von der Millionenstadt Wien ins kleine, beschauliche Salzburg gekommen. Hast du dich da jetzt schon so weit dran gewöhnt, an das Leben hier? Ja, sicher. Wir haben viele Wiener in der Mannschaft, und das gibt das Gefühl, zu Hause zu sein. Was sind die größten Unterschiede? Oder was vermisst du vielleicht ein bisschen? Meine Familie. Aber die Jungs sind super. Ich kenne viele schon Jahre jetzt, und ja, ich denke, die Chemie passt in der Mannschaft. Danke, alles Gute weiterhin. Okay.